I really appreciate that, man. So krass, Alter. Ey, Chat, ich verliere meine Nerven einfach nur. Mann, Digga, ich. Es mein Chat will die ganze Zeit knapp. Oh mein Gott, Alter. Ja, WLAN aus. Mann. Oh. Dass der noch high ist, der Controller, Alter. Was macht der da, Mann? Ich. Hey, Leute. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Auf meinem YouTube-Kanal. Es ist Montag. Was heißt das? Es heißt, dass unsere Nerven richtig schön gebumst wurden von links nach rechts. Vom Allerfeinsten, wirklich. Also wirklich, diese Weekend League, Freunde, ich muss es einfach sagen. Seit zwei Wochen, diese Weekend League, seit zwei Wochen, was EA Sports uns für ein Gameplay hier serviert, das kann man niemandem erzählen. Aber wir spielen es trotzdem, weil als Community sich darüber oft... Was? Zusammen als Community sich darüber aufzuregen, ist besser als alleine. Ich habe meine Nerven verloren. Ich sage euch so, wie es ist, diese Weekend League. Ihr werdet sehen, wie wir abgeschlossen haben. Guckt euch meine Niederlagen an. Es ist jede Woche das Gleiche. Und ich bin so froh, dass immer so viele Leute zugucken, dass die nämlich das sehen, wie ich verarscht werde. Weil dann steht da auch so immer so, Eli, jetzt mal ohne Witz, alle sagen immer, boah, ich habe unverdient verloren. Aber was da passiert, ne, bei mir, ihr werdet es jetzt sehen. Es ist so krass. Es ist so unglaublich krass. Und das nimmt einen einfach die Motivation. Es ist so schwer momentan, dieses Spiel zu spielen, weil jeder gute Teams hat. Die meisten sind gut auch geworden in dem Spiel. Jeder schwitzt um sein Leben. Aber na gut, Freunde, wir spielen das hier alles mittlerweile nur noch als bisschen Content, ein bisschen Spaß haben zusammen. Geht aber auch nicht, aber na gut. Ihr werdet es jetzt sehen, wie ich komplett meine Nerven verliere auch. Ein paar Ausraster waren, glaube ich, dabei. I think so. Ich bin mir nicht sicher. Lasst ein Like auf das Video da. 10k ist wie immer das Ziel auf das Montagsvideo. Teilt das Video, Digga. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Viel Spaß mit dem Video. Guckt euch an, wie ich verarscht werde. Ich gebe immer mein Bestes, Freunde. Wenn ich mich nicht aufregen würde, dann wäre es ja auch langweilig. Guckt euch an. Ich weiß, ihr findet es witzig. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh nö, das war schon wieder eine Kacklatenz, ne? Timo Werner. Ja, die haben halt alle Tots und Tots sind alle so gut, Mann. Na, ich will mich nicht beschweren mit meinem Team, aber es fuckt halt ab. Gegen Schwitzer dann noch zu spielen, das ist richtig ekelhaft. Der Gegner ist nicht mal schlecht. Ach, die Connection ist aber auch für den Arsch. Erstes Spiel. Mann. Der ist im Stream. Bitte fuck mich nicht ab. Bitte fuck mich nicht ab, Waldorf. Ey. Ich komme nicht hinterher. Ich komme nicht hinterher. Mann, Digga, ich hasse dieses Spiel so krass, Mann. Er nimmt die Schussfinte einfach nicht an. Das ist so lost. Ich warte die ganze Zeit auf einer Lücke, aber da ist sie jetzt. Oh Gott, Pogba. Spielen sich echt scheiße gerade. Ey, ich schwöre, ich brauche diesen Controller, wo ich gucken kann, wo ich hingespielt habe. Ja, wahrscheinlich. Ich schwöre, ich habe auf Maritz oben gespielt. Gut. Hast du Hummus gegessen oder was? Ich habe gestern Döner gegessen. Ich glaube, der war nicht so gut. Ich glaube, der war drei Wochen alt. Server sind toll. Server sind toll. Und wir spielen gegen das nächste Schwitzer-Team. Yo, Digga. Ich habe gestern wieder fünfmal links PSN-Karte über deinen Code geholt. Der hört mich wieder nicht, ne? Mal einmal Digga, sagen. Ich hasse dieses Spiel so krass, Alter. Wie bleibt der da am Ball die ganze Zeit? Ich habe den Ball dreimal erobert. Das ist echt immer das Geilste, Jungs. Ich konzentriere mich erst in Minuten jetzt und dann direkt 3 Sekunden später gegen.
Oh, R9 hat der. Woher kommt der? Ich habe R9 bei dem Gegner gar nicht gesehen, ne? Ich habe nur Euse und so gesehen. Der spielt sogar Euse über Außen. Wie läuft das denn? Oh mein Gott, das war so kacke. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er zurückläuft mit ihm. Hat er gut verteidigt. Ja, der Gegner ist nicht schlecht. Ich kenne das neue Lied von Bones nicht. Ich krieg niemanden angewählt. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm, diese Spielerwechsel. Ich krieg niemanden angewählt, Chat. Guck mal, guck mal. Hä? Was macht mein Spieler da? Warum grätscht er den um? Ach, es ist nicht machbar. Es ist nicht machbar. Nee, ich feiere diese Geisterspiele gar nicht. Vor allem kannst du gar nichts. Du weißt gar nicht, wer gewinnt und wer. So komisch alles, ne, wie die auch spielen. Bei so Gegnern geht so einer mal rein, das Starterpaket. Spiel kann ich einen 90 Minuten rasieren, also selten. Passiert schon mal. Da muss ich einfach drehen mit Mbappé die ganze Zeit. Nein. Wir machen den mal hier stumm und machen seinen Stream und Dings an. Damit wir nicht gespoilert werden auch. Ich musste schießen, er hat wieder die Mitte zugemacht. Ich spiel auf Mbappé, ich habe auf Mbappé gespielt, Mann. Ey, Chat, ich verliere meine Nerven einfach nur. Bitte. Digga, die sind dumm. EA ist so dumm, ich schwöre. Wenn ich jetzt falsch gelenkt habe, verlose ich. Ich schwöre auf mein Leben. Wenn ich jetzt falsch gelenkt habe, 100 Euro PSN. Jetzt, sofort. Wohin schießt der Chat? Wohin schießen die? Er hat Abschluss 99 oder so. Ich verstehe es nicht. Das ist Richarlison 5 Sterne Weak Foot. Die müssen rein, weil ich alles richtig mache. Das fuckt mich so krass ab. Drecksgame. Ich kann kein Gameplay für Stream, habe ich das Gefühl, ey. Guck mal, und jetzt steht 16 und ich habe das Gefühl, dass in-game, dass ich diese 150 auch spüre. Ich habe das wirklich im Urin. Da gibt es so Phasen teilweise, wo ich mir auch denke, okay, das sieht nach einem Schwitzer-Team aus. Türkischer Schwitzer. Digga, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der türkische Liga spielt, wenn er nicht irgendwie türkische Abstammung ist. Ja, wahrscheinlich, Digga. Mit Fenerbahce, du Wappen. Wappen. Hat 120.000 gewonnen. Nee, morgen. Morgen auch noch ein Turnier, der wird zusammengerechnet. Oh, wenn der noch auch klappt. Und wann denn? Heute 15, morgen 15. Wenn wieder geht nicht. Ich schwöre, ich hasse es so krass, dieses Gameplay ist so schmutz. So, Quadrados im Verein, im Warenkorb. Also mein Augen muss es hier 2-0 für mich stehen, wollte ich mal so gesagt haben. Was ist denn da für ein Fortnite-Turnier, Sydney? Was passiert da? Ich bin CS. Sind jetzt die... Fabian, danke für deinen Prime-Sub. Boah, ich hab halt gezockt gemacht, habt ihr es gehört? Ja, ich weiß. Du bist auch so gut. EA Sports. So, ich hab 1,1 Millionen, Leute. Deswegen habe ich mich nicht maximal geholt, weil ich wusste, man reicht nicht für den Beleg und den Portable. Hast du mal Gnabry probiert? Alles klar, ja. Mann, Digga, ich. Es mein Chef für die ganze Gnabry. Wer sonst? Stefan. So, perfekt. Gut, was machst du bei dem? Ja, der kommt zu dir. Du bist ja nicht mehr Sub. Klassiker-Move. So. Oh. Digga, der hat so ein gutes Team, aber spielt Richard, scheiße, Digga, Richard. Deswegen liebe ich dich doch. Du bist wieder da. Ja, mein Ding. So, Elliot. Mann, Alter. Ich wusste, dass der nicht reingeht, aber ich wollte auf den Abpraller. Ich habe schon geschossen, das ist das Problem. Ja. Das ist nice, Alter. Feier ich. Bald bist du auch da. Spiel ist durch, Freunde. Und dann habe ich das Spiel noch gedreht, aber war schon wieder Verarschung auf jeden Fall.
Aber dieses Tots ist ehrlich gesagt insgesamt nicht so nice, oder? Ist ja auch nicht nice, Digga. Ist ja auch nicht nice. Wie teuer ist ein Senior? Nein, Golan bestimmt. Senior, der kostet gar nichts. Kostet 400.000 oder so. Nein, Golan kostet safe was? 1 Million. 1 Million? Dieser Martinez, ne? Lautaro. Der Hut hat den immer gespielt. Kostet auch 1 Million. Bist du wechselt, ne? Ja. Oh mein Gott, 104er Latenz. Schlaf gut, ja? 104er Latenz, Mann. Hau rein, Frieda. Ich denke, das ist gute Dings da. Gute Latenz und dann ist es 104. Im letzten Moment. Ciao, 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 Eli. Hau rein. Kein Abseits. Ich bin der schlechteste Spieler der Welt. Digga, ich bin so dumm. Ich kann nicht sagen, was ich gemacht habe. Ablocker? Ablocker? Nö. Upamecano, Ehremann. Oh. Oh, Joel Gomez hat eine Idee, aber wir spielen ihn an. Wir spielen ihn an. Na, der Pass war schon... Oh. Macht er nicht. Oh. Oh. Ich muss hier einfach 2-3-0 wieder mal führen. Und dann kriegst du so einen, boah, wenn der den durchlässt auf Neymar, lul. Mann, der kriegt einen Denkzettel von mir, St. Maximinin, Digga. Den wechsle ich so fett jetzt aus. Ja, und ich hatte ihn schon wieder. Zweimal den Ball erobert gerade. Letzte Sekunde Tor gemacht. Leben sie noch? Oh mein Gott, Alter. Ja, WLAN aus. Jetzt wird er gezogen. Das ist so ein verkauftes Spiel schon wieder hier. Es ist so verkauft, Digga. Wie geht der nicht rein? Bitte. Ich muss hier 4-0 führen, Chat. Oder schwitz mal jetzt dabei. Nee, was am los? Wochenende macht mein Vater nicht auf. Da zieht er den Stecker nicht am Wochenende. Soweit ich weiß, habe ich ihn auf jeden Fall gesagt. Aber meine Nachbarn könnten die Bullen irgendwann mal rufen. Aber dann sollen die das rufen, Digga. Dann zeige ich dem Polizisten, was hier abgeht in dem Spiel. Dann verstehen die mich. Dann lassen die noch ein Abo da. Hä? Ja, Digga. Diese scheiß Rumgeblocke. Pogba macht so einen unquirligen Eindruck. Muss man als Sechser nicht, aber er ist schon der zweite Sechser. Oh. Der zweite Sechser neben Vieira muss spielerisch stärker sein. Als das, was ich da sehe. Als das, was da passiert. Mann. Wollt ihr mich verarschen, Mann? Ich hatte ihn zweimal. Es ist ein verkauftes Spiel mal wieder. So wichtig. Oh, guck mal, ich krieg keinen Angriff. Gib mir doch Arnold. Dreckspiel. Es ist einfach ein Dreckspiel. Ich drücke mit meinem rechten Stick und mit L1, weil die ihn mir nicht geben. Ich krieg einfach keinen Arnold angewählt. Das ist so bitter, Alter. Ich bin 1000-mal besser als er. Ich spiele 100-mal besser als er. Ich muss in der ersten Halbzeit 4-0 führen. Ja, Pogba. Pogba, streck doch deinen scheiß Fuß aus. Nein. Er verteidigt es auch gut. Er verteidigt es nicht schlecht, aber ich muss in der ersten Halbzeit einfach viel höher führen. Nein, was? Oh, dass der noch high ist, der Controller, Alter. Kein Sinn. Digga, die können alle nicht mehr irgendwie. Die spielen alle so scheiße. Kein, jetzt geht's gar nicht. Und jetzt krieg ich den Konter. Gib mir Gomez, gib mir Gomez, gib mir Gomez, jawohl. Was macht der da, Mann? Ich... Wehe. Mann, ich wäre durch gewesen.
Thomas? Das ist das Spiel. Freunde, das ist das Spiel. Es ist wie immer. Es ist wie immer. Es ist einfach genauso wie sonst auch immer. Es ist genauso wie sonst auch immer. Es ist genauso wie sonst auch immer. Ich kann nichts dafür, Chat. Ich kann nichts dafür für das Spiel. Was hier nicht alles... Ihr habt's ja gesehen, Digga. Ihr habt's doch gesehen. Es ist einfach nur... Wir haben vorhin 5 Spiele offline gespielt, Freunde. Eins davon habe ich verloren. Gut. Aber war okay. Obwohl, ich habe 2-0 geführt, habe das Spiel noch verloren. Ich brauche jetzt wirklich für meine Nerven, brauche ich ein gechilltes Spiel. So ein entspanntes Mal. So ein Gegner, der gerade Elite verkackt hat und der einfach jetzt so aus Trotz nochmal einen Gegner sucht, weil sein Schlafrhythmus im Arsch ist und der eigentlich mit seiner Freundin jetzt die ganze Zeit telefoniert oder so. So einen brauche ich. Und niemanden, der hier gerade noch zu 0 steht, seine Mutter und seine Schwester für den Sieg abgeben würde. Sowas kann ich nicht gebrauchen. Digga, aber genau das sieht danach aus, als wenn der Kollege das machen würde. Mit so einem Team. Oh! Nein, aber guck mal, das wär so ein Dreckstor gewesen. Schieß! Wäre aber auch ein Dreckstor gewesen. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn EA in dem Spiel auf meiner Seite ist. Das war schon so das zweite Ding, wo ich mich so komisch durchgesetzt habe. Und er macht gerade das Spiel. Mitte? Ah. Pff, er wäre da reingegangen. Oh Gott, wie langsam der vorher noch geworden ist. Ah! Oh, schon wieder so eine scheiß Aktion, wo ich fast durchgebackt wäre. Drecksabpraller. So, du hast Rasen vor dir, Sand. Max, du hast Rasen vor dir. Oh, da hinten läuft niemand. Ah, Richard. Nein, wenn der ihn richtig spielt. Aber Neymar geht genau dann zurück. Gomez hat wieder achtet auf Gomez, hier unten, bitte. Und jetzt ist er im Abseits unten. Und jetzt kommt er wieder zurück. Wohin wollen die immer? Ich muss Kanté überspielen. Boah, guck mal. EA, ich schwöre, Chat, er spielt besser als ich, ne? Guck mal, wie ich mich durchgebackt habe. Er war da mit Ramos. Guck mal, wie ich mich hinten... Ich bunker... Ey, Chat, ich zeige euch danach meine Taktiken. Das ist nicht so defensiv. Guck mal, wie mich meine Spieler hinten reinstellen. Als ob EA die wirklich nach hinten schieben. Und sagt, nee, so nicht. Schieß mal. Krass gemacht. Krass, krass, krass gemacht. EA Sports, it's in the game. EA Sports, it's in the game. Digga, ich würde da so meine Nerven verlieren, ne? Ich schwör's euch. Mir ist sowas noch nie passiert in Spielen, wo ich besser war. Digga, das war aber auch ein Dreckstor. Das war auch ein Drecksgegentor. Der kommt an. Der kommt an. EA Sports. Oh, das wäre so typisch gewesen. Sebo. Auf den zweiten. Oh. Oh, so ein Dreckspass, ey. Das ist kein Deutscher, ich glaube nicht, dass er mein Stream guckt. Das fängt schon wieder an. Boah! Bin ich eine Maschine. Ja, wahrscheinlich! Wahrscheinlich! Ach, Digga, ich kann keine Elva. Ich kann es nicht. Ich kann das nicht. Nicht mehr der liebe Gott kann mir da helfen.
Ich schieße in die Ecken, ich schwöre, aus meinen letzten 7 Elfern habe ich einen reingemacht. Wer wirklich es schafft, dieses Problem bei Delay zu beheben? Wer es schafft, das Problem mit Delay zu beheben bei EA Sports Vancouver Canada? Digga, der Typ sollte wirklich einen Nobelpreis bekommen für die wissenschaftliche Erfindung des Jahres. Er rettet damit so viele Nerven und so. So viel würde er dieser Menschheit, Digga, das wäre so eine Bereicherung für die Menschheit einfach an sich. Der wüsste gar nicht, wie viel er so machen würde für die Menschheit. Ein kleiner Schritt für ihn, aber ein großer Schritt für die Menschheit wäre das. Real talk. Was gechillt ist, wäre mal angenehm. Unter 4 Tots, maybe. Das Mukiele hat eine Chance, hat eine Idee. Guck mal, wie er ins Ausrennt. Guck mal, wie die auch immer alle durchrennt, bis die 40 Meter am Abseits sind. Schlechter Pass von Vieira war nicht mein schlechter Pass. Und dann ist Mukiele nicht mehr hinten in der Abwehr, wenn der reingeht, Digga. Mann. So einfach, ey, von dem. Nö, warum? Warum denn nicht? Warum sollte man auf Richarlison spielen? Warum? Warum? Ich hab alles auf Band, Digga. Ich hab alles auf Band. Ah, okay. EA Sports. Ich hab's verstanden, Digga. Es ist so schlimm. Da ist er. Da ist er. Ja, Junge, Digga. Oh. Arnold kann nicht passen. Hab ich voll vergessen. Tut mir leid. Was war das denn, Digga? Und dann so eine Geburtstagstüte. Ah, schade. Also, Teambewertung. Van der Sar kann duschen gehen. 3 von 10, hat nichts gehalten, viel zu teuer. Arnold, 3 von 10, komplette Katastrophe für seinen Preis. Gomez war okay, 7 von 10, war gut sogar. Mukiele habe ich nur ganz kurz gespielt, ist aber eigentlich stabil. Dreckserver halt, so. Davis, komplett Katastrophe, also könnte ich auch seine 86er-Karte hinstellen. Vieira, du bist ein kleiner Knecht, du warst so schlecht. David Luiz war besser als Vieira. Richarlison bleibt im Verein, hast Glück, dass ich dich liebe. Saint-Maximinien, 2 von 10. Mbappé, 10 von 10, bester Spieler. 30 Spiele, 57 Tore. Neymar, 2 von 10. So, das war's mit der Teambewertung. Für euch, Leute, für euch, ihr verliert ein Spiel oder ihr denkt euch, scheiß drauf, ich spiele das Spiel einfach nicht. Nee, oder ich oder E-Sportler oder sonst irgendwer, Digga, die mit diesem Spiel Geld verdienen. Content Creator, E-Sportler, egal was. Digga, wir sind auf dieses Spiel so krass angewiesen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wenn wir 2 Wochen nichts hochladen, dann ist unser Kanal gebumst. Ich hab schon mal ein Beispiel darüber gemacht. Digga, das ist wie, du bist mit einer Frau verheiratet, okay? Und ihr kauft euch ein Haus. Das Haus ist auf ihren Namen. Das heißt, wenn du ausziehst, weil du keinen Bock mehr auf sie hast, weil sie so hässlich ist und dich betrügt und sie stinkt aus der Fresse wie sonst was. Und wenn du sie verlässt, ist es gut für dich, aber du hast danach kein Leben, Digga. Du bist obdachlos. Du bist am Arsch. So, das ist so ungefähr das Beispiel mit FIFA 20. Das war's vom Video. Ihr habt's gesehen, falls ihr jetzt immer noch dabei seid. Es ist wirklich traurig, ne, was so momentan passiert. Aber wir lassen uns nicht runterkriegen. Wir machen einfach weiter. Wir haben alles erreicht dieses Jahr. Die ganzen Turniere wurden eigentlich ab... Ne, scheiß drauf. Wir haben das Wichtigste, alter Schwede. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll, ne? Weil ich versuche gerade was Gutes zu finden für FIFA 20, aber mir fällt nichts ein. Freunde, wenigstens laufen die Zahlen gut. Wenigstens unterstützt ihr mich so krass in den Streams und so. Das freut mich, dass ihr das so feiert, wie ich das einfach spiele oder wie ich mich darüber aufrege oder darüber rede. Ich finde es cool, dass ihr mich da unterstützt, Freunde. FIFA 20 kriegt von mir keine Props. Es ist das allerschlechteste Spiel der ganzen Welt. Ihr seht es auch so, ich weiß es ganz genau. Lasst ein Like auf das Video da. 10.000 ist das Ziel. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, es ist 2 Uhr nachts. Ich gehe jetzt erstmal, weiß ich nicht, Telefon-Selbsthilfegruppe suchen oder so.